Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um diesen BMW M2. Es ist ein F87N, also ein Facelift-Modell mit dem N55 B30 Motor, der aber leichte Anpassungen hat. Und in diesem Video werde ich mal ein bisschen darüber berichten. Einmal ganz großes Danke geht an M2 Louis. Er hat das Auto mir zur Verfügung gestellt, damit ich mal ein paar Tage damit rumdrehen kann und mal meine Erfahrungen damit sammeln kann und dass ich mit euch darüber rede. Also wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran und abonniert meinen Kanal, denn in Zukunft werden noch ein paar Videos zu dem Auto kommen. Zunächst beginnen wir mit dem Wichtigsten, und zwar gehen wir mal auf die Technik drauf ein. Die Technik ist halt so, es ist der N55 B30 Motor. Und man denkt ja, okay, den N55 kriegt man ja auch im 1.35i, im 3.35i, und der hat sich ja nicht so viel getan. Warum soll man denn so viel Geld zahlen, wenn man für einen M240i einen neueren Motor kriegt und der M hat irgendwie doch nur irgendwie den N55 drin? Was macht das Ding eigentlich so besonders? Die Besonderheit an dem Motor ist, dass es eine geschmiedete Kurbelwelle, geschmiedete Kolben und Pleuel hat. Die sind aber wesentlich hochwertiger und wesentlich besser als die Original aus dem N55. Und dass zum Beispiel auch die Lagerschalen gehärtet sind, die Fahrwerkskomponenten auch ganz anders sind, zum Beispiel diesen Aluminium-Fahrwerkskomponenten drin, die natürlich M-mäßig gebaut sind, das heißt breitere Spur, das Auto liegt sagt da auf der Straße. Und da macht sich natürlich schon ein bisschen der Unterschied bemerkbar, warum der N55 und der M2 doch mal sich von dem M240i abhebt. Man kann es in etwa so verstehen, dass der N55 Motor so ein bisschen Zwitter mit N55 S55 ist. Das heißt, auch zum Beispiel die Ölpumpe in dem Fall ist auch vom S55. Das heißt, da sind so ein paar Sachen von beiden Motoren in den N55 vom M2 hereingewandert. Und das ist so eine Art Zwitter, also eine Kombination aus den beiden Fahrzeugen. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf das Fahrzeug ein. Ich mache das mal ein bisschen interaktiv mit euch. Und zwar finde ich super geil, dass das Fahrzeug sehr kurzen Radstand hat. Das heißt also, wenn man einmal mal guckt, das hat mir das Mikro mal geschnappt, komm mal her, Schatz. Und zwar finde ich ganz geil von den Proportionen her, dass das immer noch ein typischer BMW ist. Also nicht wie die neueren Modelle oder der neue 1er oder sowas, wo es halt ganz schlimm geworden ist, sondern das Ding hat ja wenigstens noch eine lange Motorhaube und einfach, ne, baut relativ spät hinten auf. Ich zeige das hier mal mit der Hand. Also man sieht, ne, dass es hier einmal kurzer Überhang vorne, ne, und dann relativ kurzer Radstand einfach und dann auch einen relativ kurzen Überhang hinten am Heck. Und man hat einfach die Form, dass man hier die Motorhaube noch relativ lang hat, also nicht so lang wie beim Z4, aber trotzdem halt schon, ne, ein gewisses Stück Motorhaube hat man einfach in dem Fall und eine relativ weit nach hinten versetzte Fahrerkabine. Was ich auch ganz geil finde an dem Auto ist, dass man auch den Vorteil hat von anderen Modellen, zum Beispiel, wenn man sich einen Hyundai anguckt, Hatchback oder sowas, oder den aktuellen 2er, dass der, komm mit, dass der Bereich vorne einfach nicht so komisch aufbaut. Das heißt, wenn man sich genau diesen Bereich hier anguckt, genau dieser Bereich hier, wenn man sich das anguckt, wie das hier hochgeht, da ist es sehr geil, dass es noch dieses typische BMW-förmige hat. Im Vergleich zu irgendwelchen diesen Hyundai-Dingern, wo die Motorhaube hier schon so oben anfängt gefühlt, also wesentlich weiter oben ist, durch natürlich Frontantrieb und quer eingebauten Motor, ist einfach nicht die Möglichkeit da, die Motorhaube so tief runter zu kriegen. Und dann baut er einfach hier oben auf und hat meistens in dem Bereich so eine komische Wulst, wo einfach das Auto diese Form, die ich euch eben vom Weiten gezeigt habe, einfach nicht mehr hat. Das heißt, das sind halt ganz wichtige Attribute, die man einfach hat, dass die Motorhaube relativ flach ist und er relativ schmal und flach aufbaut und dass dann die Mütze, sage ich mal, hier oben rum gerade in dem Bereich dann halt kommt. Und das ist einfach so ein ganz besonderer Bereich an BMW-Modellen, wenn man sich das Ganze so reinzieht. Und natürlich auch der kurze Überhang, natürlich, der hat ja noch den Hofmeisterknick, der ganz besondere, und einfach, dass hinten die Radröhre für derbe weit ausgestellt sind. Und ansonsten finde ich, das Auto sieht einfach in dem Zusammenhang super nice aus, einfach wenn man sich die BMW M-Performance-Felgen anschaut. Schön in Gold, die sehen echt nice aus. Und was ganz geil bei dem Modell ist, ist natürlich auch die herausgestellten Radläufe. Also die ausgestellten Radläufe, die sind auch echt sexy. Wenn man einfach mal guckt von vorne, dann sieht man einfach, wie viel der hier hinten einfach, ich muss das mal hier so zeigen, wie viel er von hier bis da ausbaut. Also man sieht einfach, die Spur ist wesentlich breiter und hinten ziemlich weit gezogen. Muss man weiter runter wegen dem Spiegel, der ist im Weg. Da sieht man das ganz gut, wie einfach der Radlauf einfach rauskommt. Und das macht einfach auch das M-mäßige aus von dem Fahrzeug. Dass man einfach hier, ab hier hat man einfach den Bereich, wo der Schweller anfängt. Alter.
Das ging nochmal gut. In dem Bereich merkt man einfach, wie er schon anfängt, die unten hier rauszuziehen. Und dann sieht man einfach, dass hier richtig, sag ich mal, Druck aufgebaut worden ist, um einfach hier die Breiten, was hat er hier, 265er hinten unterzubringen, aber natürlich auch mit relativ viel Distanz hier. Und das macht natürlich auch ein M zum M. Ne? Und das Ganze natürlich, das ist jetzt hier so ein Bereich, den finde ich jetzt nicht ganz so nice, diesen Aufkleber da. Ich weiß gar nicht, warum der drauf ist. Wenn das einer weiß, dann kann er das mal gerne sagen. Wahrscheinlich hat das irgendwas damit zu tun, weil die vorne, ne, vielleicht da irgendwie ein paar Steine rausfliegen und die dann hinten dran knallen, dass man das dann halt so ein bisschen schützt, dass da nicht der Lack abfliegt oder sowas. Das Auto ist jetzt, ich glaube, Baujahr September 2018 oder sowas. Von daher, die haben auch schon ein bisschen Farbe bekommen. Auf dem weißen Auto ist es jetzt schon ein bisschen auffällig. Entschuldigung, M2 Lewis, ich hate hier wieder. Ist nicht böse gemeint, aber das ist halt ein Punkt, das ist einfach, das ist noch schlimmer. Noch viel schlimmer finde ich die neuen M2, wo die hier in dem Bereich noch diese Plastikscheiße haben oder die Lippen hier ausgezogen sind, wo man von oben einfach diese hässliche Plastikschürze hat, wie man das zum Beispiel auch bei Audi zum Beispiel ganz viel hat. Das finde ich richtig katastrophal. Aber das ist ja hier noch wesentlich, wesentlich besser. Ja, gehen wir mal weiter, was noch sehr geil ist. Und zwar einfach hier, hat man hier ein BMW M2 Badge vorne. Das ist aber nicht so, dass man da irgendwie reinschauen kann oder sowas. Das ist einfach nur ganz geil aufgemalt. Und bei anderen hat man hier noch Luftführung drin, aber das ist jetzt in dem Fall nicht so. Und was natürlich auch mega sexy ist, ist die Bremse. Die Bremse ist auch einfach sehr geil. Man sieht auch hier, dass es eine zweigeteilte Bremse ist. Also einmal die Bremsscheibe, ich glaube Compound-Bremse nennt sich das, ist einmal getrennt, ne, von dem Träger hier. Ansonsten natürlich auch die Vierbackenanlage. Ich glaube eine 93er Scheibe müsste das vorne sein. Kommt echt nice. In Verbindung mit dem 245er Michelin. PS4 müssten das sein. Pilotsport 4S. Die 4S sind das, ziemlich sicher. Ja, also das ist einmal sehr geil. Und natürlich die Felgen in diesem Seidengold gefällt mir auch echt gut bei dem Auto. Und wenn wir schon hier vorne sind, fällt natürlich auch auf der Motorhaube die geile Hutze auf. Ne? Die hier vorne, die man sieht, die hat man bei den M3 Modellen noch mal ein bisschen mehr ausgeprägt. Aber hier finde ich, die ist es auch schon sehr präsent, vor allem weil sie auch von dem BMW-Logo vorne so ein bisschen hier diese Linie imaginär weiterführt. Also wenn man das hier so anstellt, baut die schon ganz geil auf. Also das sieht echt sehr, sehr, sehr nice aus. Und das Design, sag ich mal, die M-Stoßstange vorne mit hier die Luftführungen. Mit den Luftführungen hier zu den Ladeluftkühlern und hier so ein bisschen, ne, aerodynamisch angepasst, dass man auch hier so durchschauen kann. Das sieht auf jeden Fall alles schon sehr, sehr, sehr nice aus. Und natürlich auch die aktuellen LED-Scheinwerfer finde ich auch sehr, sehr, sehr gelungen bei dem Auto. Ja, das sind so einmal ein paar Highlights. Was mich auch richtig turnt, sind die Spiegel. Die Spiegel mit dieser Lippe hier oben. In dem Fall Carbon-Spiegel. Ich weiß nicht, ob das Originale sind, ob die ab Werk so kommen. Da bin ich jetzt nicht so informiert. Aber das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr geiler Bereich, dass man das einfach so sieht. Mit dieser Ankeilung hier oben. Und was ich sehr sexy finde, ist es vielleicht ein Detail, den nicht gar nicht jeder sieht. Und zwar diese beiden Luftführungsschlitze, die so ein bisschen sich hieraus entwickeln. Ne, die dann da so rauskommen. Finde ich sehr nice. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Einmal ein bisschen Props. M2 Lewis, da sieht man, wie ich danke. Abi auch am Start. Das ist echt cool. Und natürlich nicht zu vergessen, hinten alles, was im Heckbereich ist. Und zwar unten hat er jetzt einen Carbon-Diffusor dran. Und dann die normale BMW Performance-Anlage. Nicht die normale. Und die normale BMW Auspuffanlage. Das ist jetzt kein Special. Aber die klingt serienmäßig sehr nice. Also dafür, dass es ein Seriensound ist und nicht das dafür, streiche ich mal. Der Seriensound ist echt nice. Also gefällt mir sehr gut. Ich kann es verstehen, dass man ihn eigentlich fast nicht ändern will, so, weil er echt ausreicht.
Ne, was sagst du dazu? Hast du eben auch mal gehört? Boah, klingt richtig gut. Ja, du kennst ja auch meinen zu Genüge, aber das fand ich eigentlich sehr nice. Und ja, kann man auf jeden Fall eigentlich so lassen, aber wenn man ein bisschen mit Dröhnung will, so wie ich, dann wird man sich schon, glaube ich, in den sauren Apfel beißen und dann halt für teuer den M-Performance-Entscheidämpfer sich auch noch gönnen. Naja, was natürlich auch noch ein riesengroßer Unterschied ist zum M240i mit dem M2, abgesehen von den Fireworks-Komponenten, ist, das Ding hat ein Sperrdifferential. Das heißt, wenn du um die Kurven ballern willst und einfach ein bisschen driften willst, ist das dafür das viel bessere Auto. Also jegliche Aktion mit dem Auto in Richtung Querdynamik, nicht längs, sondern quer, also nicht schnell 0-100, sondern geil um die Kurven, eigentlich ist das Ergebnis immer den zu nehmen. Der M240i ist nicht schlecht und kein schlechtes Auto, aber einfach hier, weil ich beide kenne, ich bin beide schon gefahren, ist einfach hier der Spagat, was das Auto leisten kann, nochmal wesentlich geiler, weil du einfach durchgängig dieses Fahrwerkskonzept von dem, aus der M GmbH halt den ganzen Tag fährst. Und das macht schon ein M aus. Nicht nur die Motorcharakteristik, wie das Ganze gebaut ist, sondern auch einfach die Fahrwerksaufbauung, wie nenne ich das denn? Die Fahrwerkskomponenten und das Fahrfeeling, was ein M dir einfach gibt. Und das ist einfach in jeglicher Form immer sportlich. Wo zum Beispiel hingegen so ein M240i immer so ein bisschen, ja, träger ist. Also das ist nicht diskriminierend gemeint. Die Autos sind auch geil und fahren sich auch echt gut und Straßenlage ist auch top, aber ein M ist halt ein M und dafür zahlt man auch die Kohle. Und da ist natürlich auch dann begründet, dass ich sage, dass das Ding einfach besser läuft und besser um die Kurve geht als ein M240i. So ist das einfach. Ja, was gibt's noch? Wir gehen mal in den Innenraum rein. Innenraum eigentlich auch sehr nice. Hat eigentlich top ausgestattet, das Ding. Ich bin zum Beispiel sehr froh darüber, dass er keine elektrischen Sitze hat, weil BMW-typisch haben die elektrischen Sitze immer einen Nachteil. Und zwar die tiefste Sitzposition ist bei den elektrischen Sitzen immer gefühlt, auch gefühlt, so ein Stück höher, aber gefühlt ist es, glaube ich, immer so ein Stück höher. Also die niedrigste Position mit elektrischen Sitzen ist immer ein Stück höher als mit manuell verstellbaren Sitzen. Und meine Sitzposition im Auto ist immer so, dass ich immer so tief wie möglich sitze, weil ich mein Blickfeld immer im unteren Drittel der Scheibe haben will. Das heißt, wenn ich im Auto sitze, du nimmst die Windschutzscheibe und teilst sie in drei, dann möchte ich mein Blickfeld auf der unteren gedrittelten Linie haben. Das ist so mein Tick, aber so sitzt man in meinen Augen immer am besten. Und das ist mit den elektrischen Sitzen nicht in allen Autos möglich von BMW. Von daher bin ich Fan von manuell und so viele Leute fahren mein Auto nicht. Von daher muss man den Sitz dann auch nicht so oft umstellen. Aber das ist nochmal so eine Kleinigkeit, die ich auf jeden Fall besser finde an manuellen Sitzen. Ansonsten alles drin in Schwarz mit Leder und blauen Nähten. Das finde ich echt sexy. Und hier auch mit Alcantara, das kannst du auch mal zeigen. Das sieht auch echt nice aus, wie das zusammen konfiguriert ist. Und natürlich auch das geile BMW M-Lenkrad mit den M-Nähten drin. Das ist auch ganz nice. Und dann alles, was im Innenraum ist, an den ganzen Leisten, ist halt Carbon-Leisten. Und das ist jetzt auch nicht ein lackiertes Carbon, sondern halt ein offenporiges Carbon. Das sieht man zum Beispiel an dem Türholm hier ganz geil. Dass es halt, sag ich mal, so ein offenes Carbon-Zeug ist. Und nicht halt dieses Hochglanz, wie man das zum Beispiel aus einem Audi RS4, B5 oder sowas kennt. Ja, gefällt mir an sich ganz nice. In dem Modell haben wir hier ein DKG. Es wäre nicht meine Wahl. Ich würde immer Schalter bevorzugen. Aber fährt sich sehr geil und macht echt einen Haufen Spaß, das Auto. Ansonsten haben wir auch noch hier, haben wir dieses neue Tacho, was so dieses ganz schwarzen Hintergrund hat, aber mit weißen Farben. Das heißt, kann ich hier, ich habe noch nie am Licht hier rumgefummelt. Ne, kriegt man gar nicht mehr runter. Das heißt, wenn ich hier jetzt das ausmache, sieht das eigentlich komplett schwarz aus. Man sieht nur ganz leicht die Farben dadurch. Und wenn man es anmacht, dann hat man eigentlich eine Art, sieht eigentlich digital aus, das Tacho. Es ist aber eigentlich, bin ich der Meinung, analog. Und das ist eigentlich ein sehr geiler Misch. Der einzige digitale Teil ist dieser Part hier unten. Das sieht man auch, wenn man irgendwie gegen die Sonne guckt oder so, dass das hier der einzige wirkliche Komplett-Display-Anteil ist, der untere Bereich. Und dass oben eigentlich immer noch so ein digitaler, ja nicht ein digitaler, sondern analoger Tacho ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von diesen ganzen Mäusekino-Dingern. Sondern ich finde es eigentlich nice, wenn ein Auto immer noch die Möglichkeit hat, sage ich mal, das alles analog anzuzeigen. Also ich bin so ein, ich mag das Oldschoolige eigentlich lieber. Ist das Mikro mit drauf? Ja, okay. Ich mag das Oldschoolige eigentlich lieber, gerade auch in den Anzeigen. Also viele Leute sind ja wirklich solche Punkte wie Ambientebeleuchtung oder
digitales, multifunktionales Tacho, was so alles anzeigen kann, sind für viele Leute sehr wichtig. Und ich persönlich finde es eigentlich schöner, wenn man was Analoges hat, aber dann dafür ein geiles Entertainment-System, wie es zum Beispiel in dem der Fall ist. Und das ist so eine Sache, die mir eigentlich besser gefällt. Und zwar ein komplett digitales, neuere vom BMW. Das habe ich jetzt aber hier nicht in Aktion. Aber das zum Beispiel, hier sieht man es zum Beispiel, kann man hier wandern, hat man halt auch so 3D-Ansichten und sowas. Und das sieht schon echt richtig, richtig gut aus in dem Navi. Und hast du es drauf gehabt? Und das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, dass hier einfach auch alles aufgeräumt ist, dass man immer noch so Standardknöpfe hat, wie hier zum Drehen, laut, leise, Klimaanlage, Knöpfe zum Drehen. Bin ich riesengroßer Fan von. Und von diesem ganzen digitalen Zeug, geht so. Da hat BMW die digitale Lösung mittlerweile ganz gut hinbekommen. Zum Beispiel anders bei Tesla oder bei anderen Modellen, wo man alles gar nicht mehr richtig blind bedienen kann. Ja, ansonsten ist das ein sehr aufgeräumtes Cockpit, finde ich. Das ist hier leicht zum Fahren geneigt, aber nur so ganz bisschen, nicht so krass wie beim E90. Das ist sogar ein bisschen weniger geneigt, also trotzdem fahrerorientiert, finde ich auch sehr nice. Und dafür eigentlich eine sehr geile Fahrmaschine. Also man sitzt hier sehr gut drin. Ich habe es auch geschafft hier, das ist jetzt nicht meine komplette Sitzposition, weil wir gerade hier am Sitz rumgefummelt haben. Aber theoretisch, man kann sich hier mit, 1,82 Größe bequem hinpflanzen und hat dann auch die Möglichkeit, seinen Blick im unteren Drittel zu haben. Also der Sitz geht auch weit genug runter, dass man hier auch anständig sitzen kann. Wie gesagt, meine normale Fahrposition ist es nicht, das ist die Gangster-Position zum Rumcruisen vor der Tankstelle. Aber das war jetzt eigentlich nur Filmbedenken. Normalerweise sitzt man anders. Wenn man das Ding richtig bedient, dann sitzt man nicht so im Auto, weil dann kannst du das Ding nicht richtig bedienen. Da musst du schon richtig drin sitzen. Ja, ansonsten, was haben wir vergessen? Motor. Und den machen wir nochmal. Aber ansonsten gibt es nochmal einmal einen Sound. Gibt es nochmal einmal einen kleinen Soundcheck. Nice. Ich habe euch ja einmal schon ein bisschen was dazu erzählt, was noch ein paar Unterschiede sind. Aber eigentlich ziemlich aufgeräumt, wunderschön sauber, wunderschöner Schriftzug. Ja, was soll ich sagen? Also er hat umgeölt auf meine Empfehlung, auf das RAVO 0 VSD 5 E40, was vielleicht auch nochmal für alle ganz wichtig ist, aus folgendem Grund. Und zwar BMW, jetzt kannst du mir filmen, BMW gibt hier immer, man kann hier immer bei BMW solche Werkspakete buchen, dass man da Ölwechsel mit drin hat und dann ist es halt wichtig, dass man dann irgendwie die Garantiebedingungen erhält, indem man das richtige Öl nimmt und sich dann die Intervalle von BMW und alles hält. Und BMW haut da meistens irgendwie, ich glaube, damals war es immer Castro, mittlerweile ist es glaube ich Shell, macht immer ein 5W30 oder 0W30 rein. In so einem Ding, 0W30. Tschüss. würde ich nicht machen. Und die meisten 5W40 Öle haben mittlerweile gar keine offizielle Freigabe mehr, sondern nur eine Zulassung. Und da wird natürlich das ganz dünn für die ganzen BMW-Fahrer, die LE01 fahren wollen in ihrem Benziner, aber dann die Schwierigkeit haben, ein gutes LE01 mit offizieller Freigabe zu kriegen. Und in dem Fall, das RAVO 0 VST 5W40 hat noch eine offizielle Freigabe und das hat er mitgebracht und dann einfüllen lassen und das hat geklappt. Also wenn man hier den Zettel sich anschaut, das Öl ist auch noch nicht so alt, ist das reingekommen vor, ich glaube mittlerweile 6000 Kilometern oder ja, nicht ganz. Ja, also ich glaube jetzt hat er 60 drauf knapp. Und er hat mir auch erzählt, Piper Cross ist drin, wusste ich gar nicht. Yeah. Deswegen klingt er auch so gut. Und er hat mir erzählt, seitdem er das Öl gewechselt hat auf das 5W40 VST, dass einfach der Motorlauf noch besser und ruhiger geworden ist im Vergleich zu vorher. Also vorher klang der nicht so ruhig und laufruhig, wie er jetzt ist. Also das ist auch nochmal ein wesentlicher Unterschied zu dem vorher. Genau, also eigentlich zum Motor, wie gesagt, hier der N55-Twitter, der sich so ein bisschen verändert hat. Im Vergleich zu dem Serienmotor von M55, das ist schon ein Unterschied. Ist jetzt hier ein Twin-Scroll-Turbolader, also heißt ein Turbolader mit einer geteilten Geometrie. Auch zum Beispiel anders als der N54. Das aber, ich weiß nicht, ob man den hier irgendwie sieht. Ist wahrscheinlich alles heiß. Ist alles sehr verbaut, also kommen wir jetzt nicht so ganz dran. Aber wie gesagt, ein schöner, sehr schöner 3 Liter Sechszylinder vom BMW. Auch ein Direktanspritzer. Zu dem Motor muss ich sagen, der Motor ist echt nice und hat auch echt richtig geil Dampf und ist sehr geil programmiert und abgestimmt. Das heißt, das Fahrempfinden, wie ihr das Gas dann nimmt, auch die verschiedenen Fahrstufen machen sehr Spaß. Und ich habe gestern mal eine Sache gemacht, und zwar ich bin das Ding gefahren, als wäre es ein Schalter, nur habe alles manuell geschaltet, wie ich es will. Und habe das Ding jetzt nicht schalten lassen oder nicht mit dem Pedal, sondern einfach nur hier mal in den Knüppel. Und ich finde natürlich, wenn man eine Automatik hat, ihr wisst ja, ich bin ja nicht der große Automatik-Fan, egal ob DKG oder nicht, ist es einfach so, dass man immer so eine Entkopplung hat. Das heißt, wenn man irgendwie reintritt, dann vergeht gefühlt immer so ein bisschen Leistung irgendwo verloren. Und
Das ist irgendwie gefühlt bei jedem Auto so, was irgendwie ein Automatikgetriebe hat. Da ist immer für mich ein Schaltgetriebe immer direkter. Aber einfach mal selber alles zu schalten, da lernt man den Motor auch viel mehr kennen. Also wenn man nicht immer die Automatik hat, das heißt, du gibst 30% Gas, dann bleibt er in Gang 5, dann gibst du 31, dann macht er auf jeden Fall gleich einen anderen Gang rein. Und dann lässt du wieder los und dann hast du trotzdem ein bisschen Schub und dann hört er wieder auf und dann ist er der mit den Gängen an rumrühren und dadurch hast du irgendwie nie so das richtige Gefühl, wie entweitet sich denn der Motor von seiner Leistung her, sondern du hast eigentlich immer Leistung, weil die Automatik so schnell so schlau ist, so schnell umzuschalten, dass er dir die Leistung gibt, die du gerade hättest haben wollen müssen. Und ein Unterschied zum Beispiel zum Schaltgetriebe ist, wenn du im vierten bist und du gibst dann mal Vollgas, dann bist du halt im vierten und gibst Vollgas. Das geht nicht, wenn du hier auf D zum Beispiel rumfährst und im vierten Vollgas gibst, mäßig, dann schaltet er runter in 2 und dann gibst halt auf die Fresse. Oder er schaltet halt hoch, gibt ein bisschen Leistung wieder runter und irgendwie sowas. Und das ist natürlich ein ganz anderer Unterschied, wenn man das Auto mal komplett manuell fährt und manuell auch mal da gibt. Trotzdem habe ich immer so ein Gefühl, dass so viel immer an Verlustleistung damit drin ist zwischen den ganzen Getriebekomponenten im Vergleich zum Schaltgetriebe. Aber man lernt die Charakteristik halt richtig kennen. Und die Charakteristik, als ich das gestern mal ausprobiert habe, die ist echt nice. Also er hat sehr schnell, sehr früh seine Leistung und gibt die auch echt gut ab und fühlt sich nicht träge an. Also der Turbomotor ist dafür von seinem Turbo-Lag halt sehr klein und sehr schnell, also der Turbo spricht sehr schnell an, das heißt, man hat ein sehr gutes Gefühl im Pedal und auch wenn man dann zum Beispiel jetzt dauerhaft in dem DKG-Modus unterwegs ist, da geht diese Verlustleistung, die ich eben angesprochen habe, von den Automatikgetrieben und das geht relativ stark verloren. Also das macht die DKG-Schaltung hier sehr schlau, dass man das Gefühl gar nicht so hat, dass da immer irgendwie dass da immer so Leistung verloren geht, sondern der springt echt direkt an und das macht das Auto mit DKG sehr interessant. Ich verstehe, dass Leute, die mit DKG fahren wollen, wenn es Fans gibt, die halt erstens DKG lieben oder Automatik halt bevorzugen. Also das finde ich eigentlich, das kann ich nachvollziehen. Ich persönlich finde es nur auf Dauer, irgendwann wird es unemotional, weil ich sehr viel emotional oder sehr viele Emotionen mit dem Schalten halt verbinde. Ja, wenn man jetzt mal meckern will, das tue ich jetzt nochmal, weil es Spaß macht, einfach weil es wichtig ist zu erzählen und zwar, wenn man sich das Auto mit DKG kauft, ist das immer so, dass man, wenn man zum Beispiel anhält, man ist auf der Bremse, man geht von der Bremse, dann bleibt das Auto stehen. Und wenn du leicht wieder Gas gibst, dann fängt er erst an, den Gang einzuschalten, dann fährt er erst wieder vorwärts. Und wenn du wieder anhältst, dann steht er wieder, dann kannst du auch wieder von der Bremse gehen. Also du hast immer diese Auto-Hold-Funktion. Und das Ding kann nicht kriechen. Also normalerweise bei Automatikwandler, du gehst von der Bremse, dann fängt er an schon zu schieben und du kriechst halt so in diesen 3-5 km/h, was das halt diese Kriechgang ist. Das hat das Ding nicht. Das heißt, entweder du hast Leichtgas, Rollen oder Stehen, aber du hast nicht dieses Kriechen so richtig. Also da im Stau ist es auch ein bisschen schwieriger mitzufahren. Gleich natürlich auch beim Rückwärtsfahren. Rückwärtsfahren, wenn du einen Gang drin hast, die meisten Automatiks kriechen immer und der ist halt, dass du immer boom, boom, boom und dann hast du einmal gebremst und dann gehst du von der Bremse und das Auto steht erstmal. Dann musst du bum, bum, bum wieder Gas geben. Dann bewegst du dich ein paar Zentimeter. Also man muss ein bisschen anders damit umgehen mit dem DKG hier in dem Auto als mit einem normalen Wandler. Aber trotzdem ist sie sehr gut funktional und macht dafür derbe viel Spaß. Für eine kurze Zeit. Für mich jedenfalls. Also wie gesagt, auf Dauerschalter. Aber in dem Fall sehr geil funktionierendes automatisches Doppelkupplungsgetriebe. Macht echt Spaß. Genau, das waren nochmal so die kleinen Insights von Motor und Schaltgetriebe. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Front ein bisschen an. Mittlerweile ist das Licht auch wieder ausgegangen. Also ich finde die neuen LED-Scheinwerfer, die gefallen mir echt derbe gut mit diesen nicht mehr ganz kreisrunden, sondern mit diesen, keine Ahnung, sieht aus wie ein Stoppschild. Ein sehr geiles Stoppschild. Das haben die sehr geil gemacht. Das sind auch voll LED-Scheinwerfer. Gefällt mir auch richtig gut. Die Luftputzen natürlich, wie das hier alles gebaut ist und designt ist, das ist echt richtig sexy und sieht sehr aggressiv aus. Ich kann verstehen, dass einige sich die M2-Front immer wieder auf andere Autos klatschen. Aber hier harmoniert das einfach am besten. Also ich denke, damit haben wir sehr viel über das Auto gelernt und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und konntet was lernen. Es kommen natürlich noch weitere Videos vom Auto selber, wo ich das Ding mal fahre, wo ich im Auto während des Fahrers euch erzähle, was mir gut gefällt am Fahrer und an den ganzen Fahrmodis und so. Das habe ich ja alles nicht. Ich habe einfach nur Schlüssel an, Gang rein und los geht's.
Und da nehme ich euch mal ein bisschen mit auf die modernere Reise, wie mir das Ganze gefällt, aber ihr könnt auch sehr viel dabei lernen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und wenn euch nicht gefallen hat, dann teilt das mit jemandem, den ihr nicht mögt. Dann freut er sich auf jeden Fall auch, dass sie ihm ein schlechtes Video geteilt hat. Und dann könnt ihr ihn so richtig ärgern. Also, das war's von meiner Seite. Haut rein, Jungs. Peace. Leute, kein Mensch sitzt so im Auto. Wenn ihr so ein Ding richtig bewegen wollt, setzt euch richtig hin, dass ihr nah genug am Lenkrad seid. Komm mal näher ran. Nah genug am Lenkrad seid. Und wenn ihr auflegt, hier mit den Handballen seid und die Schulter immer noch im Sitz ist. Also ich bin immer noch zu weit weg, dass ihr beim Lenken richtig Kraft habt und das Auto richtig benutzen könnt und nicht hier so gangstermäßig durch die Gegend schießen. Also haut rein, Jungs.